Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien, mit den Alexander, den feinen Bubi. Und letzte Folge am Schluss habe ich schon ein bisschen damit angefangen zu erzählen, warum Alexander überhaupt so erfolgreich war. Natürlich lag es auch ein bisschen an seinen Generälen, beziehungsweise ein bisschen viel an seinen Generälen, die einfach nur legendär waren. Aber das hat man ja schon sehr oft gesehen. Das hat man ja sehr oft gesehen in der Geschichte. Zum Beispiel Napoleon war auch ein miserabler Stratege. Der war nur gut wegen seinen Generälen. Oder auch Hitler zum Beispiel hatte unglaublich starke Generäle. Das sieht man auch an Wüstenfuchs zum Beispiel. Und so weiter. Also das, die Herrscher, die groß werden, haben selten was gemacht. Also außer zum Beispiel Caesar oder so. Oder Scipio. Die waren. Wobei Scipio war auch. Also das war ein römischer General, der die ersten zwei Schlachten gegen Hannibal verloren hat. Und dann in Afrika, das spielen wir. In Afrika hat er dann eben nochmal gegen Hannibal gekämpft. Und dieses Mal hatte er die alleinige Kontrolle, also das Sagen über die Legionen, und er kannte eben die Strategie von Hannibal, und dementsprechend hatte er da ihn unglaublich vernichtend geschlagen. Und deswegen hieß er dann am Schluss Scipio Africanus. Gut. Aber das ist eine andere Geschichte. Wie stellen wir uns auf? Genau. Ich will es jetzt mal andersrum. Steam immer. Ich will es jetzt mal andersrum machen. Und zwar. So. Warum das? Also erstens, er greift mich hier an. Er greift mich erstens an. Und zweitens, wenn ich das an die Pikiniere, also die Pflanzen, die Phalanxen an die Seite tue, dann zwinge ich ihn mehr oder weniger in die Mitte anzugreifen. Beziehungsweise, wenn er es nicht tut, dann habe ich auch kein Problem, ihn ein bisschen zu vernichten. Er hat sehr viele Pikiniere auch. Okay, dann vergesst meine Strategie. Weil dann müssen wir uns anpassen. Okay, wir lassen halt trotzdem die rechte Flanke stark. Wir werden erstmal normale Geschosse nehmen. Gegen die Elefanten werden wir dann auf Flammen gehen. Was auch gut ist, was die sehr gut geändert haben, also der warte, nee.
ist, dass die Elefanten, wenn die jetzt rauten, wenn die in Panik verfallen, dass die Computerspieler die nicht automatisch töten. Das haben die nämlich sehr lange und sehr häufig auch gemacht. Deswegen waren die Elefanten, wenn die Computerspieler, also die KI, die ja, benutzt haben, war das eigentlich immer, ja, überhaupt kein Grund zur Sorge. Und jetzt ist es ein bisschen cooler gemacht, also realistischer. Genau. So, zwei, drei Kavallerieeinheiten. Leichte Söldnerkavallerie, ja, komm. Das ist kein Grund zur Panik. Dann machen wir mal Brandgeschosse. Sehr schön. Gut, jetzt erwartet er. Das war gut von ihm gespielt. Jetzt muss ich seinen General finden. Das ist dieser Herr. Ja, natürlich. Achso, ja, natürlich. Es soll gefallen, weil das sind Pekiniere. Das ist auch. Das macht dieses Mal sogar Sinn. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Akt. Ich habe mich auf jeden Fall nicht so gut aufgestellt. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Routet der? Ja. Sehr schön. Das war wichtig. Und jetzt hier die Pikiniere. Bitte alle raus da. Sehr schön. So, ja, mein General ist sehr schnell gestorben, aber das war realistisch. Dieses Mal war es wirklich realistisch, weil ich die Pikiniere nicht gesehen habe. Das war ein bisschen ärgerlich, aber ja. Fand ich, ja, meine Einheiten waren auch relativ angeschlagen. Ja, okay, der da hat fast 100 gemacht. Ja, der da hat halt nur 42. Ich glaube, das da war der ganz auf der linksäußersten Flanke. Und der wurde dann relativ schnell von den
Elefanten angegriffen. Also zwei Leinpanzer. Ups. Upsi. Entschuldigung, Leinpanzer-Pikiniere habe ich verloren. Und ja, Baktrien ist immer noch ziemlich stark. Das ist ganz cool. Hatte ich jetzt ein bisschen Angst, dass die relativ langweilig werden. Aber ja, nice. Auf jeden Fall nice. Hat diese Wolken immer, ne? Ist ein bisschen zu viel des Guten. Okay, jetzt werde ich auf. Der schon. jetzt werde ich auf jeden Fall. Wenn ihr wirklich euren Göttern dient, denkt sorgsam und mit klarem Kopf über meine Worte nach. Nee. Ich werde euch vernichten. Darius Untergang, das muss einer von mir werden, weil das ist meine Hauptarmee. Aha. Gut. Warte, dann stoppst du mal nach oben. Ah ja. Bündnis geschlossen, Baubericht. Wir haben immer noch minus 55, also das zwingt uns gerade sehr in die Knie. Das ist wirklich katastrophal gerade. Minus 4 Nahrung. Minus 4 öffentliche. Minus Nahrung. Aber das ist gerade wirklich sehr schlimm. Das brauchen wir dann nicht, weil da werde ich eh nicht angegriffen. Das brauche ich da auch nicht. Ich hoffe, mein Handy wird nicht so negativ gehört, wie ich es gerade gehört habe. 3 Nahrung. Minus 6 Nahrung. Aber in 5 Runden haben wir dann. Warte, das machen wir auch weg. Minus 6 Nahrung auch. Also, ich brauche jetzt. Ja, wobei, nee. Das. Da habe ich dann auch. Warte, was habe ich jetzt gemacht? Ah, das da. Nee, das. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Da können wir uns Zeit nehmen. Ja, die beiden Burschen hier. Warte mal. Du. Warte, du gehst da rein. Und du machst mal einen gewaltigen Marsch. Nach. Wieso? Ja, das ist doch total idiotisch. Gut, also du da wirst befördert. Das ist sehr cool. Genau, du eroberst mal das da zurück. Sehr schön. So, jetzt. Ah. Susa. Ich muss nach Susa rein. Wie sieht's hier aus? Ja, da sieht's gut aus. Dann marschiere ich mal. Minus 25 Moral, aber das müssen die jetzt mal verkraften. Hier rein. Weil der hat nicht genug Mann, um das da einzunehmen oder das da. Es sei denn, hier ist noch was. Aber das sehe ich gleich. Und hier ist nichts mehr. Sehr gut. Gut, dann Fähigkeiten haben wir noch. Entschuldigung. Asta. Hier. Here you go. Genau, das war's auch wieder. So. Alter, was ist denn los? Warte, ich mach mal kurz.
So, Entschuldigung. Ich hoffe, dass, ja. Ja, das ist immer, wenn ich oben hingehe, dann geht er oben weg und kommt unten. Wenn ich unten hingehe, dann genau andersrum. Der Bactria. Ja. So. Der tümpelt auch hier die ganze Zeit rum. Was macht der eigentlich? So, ehrlich gesagt, ich spiele Rome Total War 2 und davor auch den 1er schon sehr lange. Und ich habe noch nie gesehen, dass einer dass eine Fraktion sehr groß geworden ist. Also, so wie ich gerade, das habe ich noch nie gesehen. Also das Maximale, was ich gesehen habe, war von hier bis da. Also quasi Persien habe ich schon mal gesehen. Was? Also halb Persien, sage ich mal, weil Persien war ja extrem groß. Aber ja, wirklich was Großes habe ich noch nie gesehen. Was eigentlich auch interessant ist. Naja. So, jetzt kann ich, dann hätte ich die ja auch wirklich bauen können. So, dann geht ihr. Das sind, Bürgerkavallerie. Die kann ich jetzt mal, schmarrn. So, und vier richtige Kavallerie bauen. Was machst du? Du gehst mal hier hin. So. Hier kommt jetzt, kommen jetzt die nächsten. Aber ich kann mit Alexanders Vermächtnis die angreifen und das mache ich auch. Wir spielen jetzt das Spiel. Super. Der hat zum Glück nicht so viele Kavallerie-Einheiten. Vor allen Dingen Plänkler-Kavallerie hat er nur 1, 2, 3, 4. Das ist, glaube ich, auch Plänkler. Und der andere war nicht so groß, also der hatte noch Elefanten. Ja, wir brauchen einen Brand. Wir brauchen Brandfalle. So. Wir stellen uns auf jeden Fall hier auf, so dass wir auf jeden Fall. Ja, okay, wir haben so oder so den High Ground. Wobei, nee, wir stellen uns hier auf. Pekiniere. Wir werden eine starke linke Flanke machen, weil hier geht's Richtung. Achso. Das waren ja die, die Noobies. Ah, verdammt. Ah, aber das war der krasse General. Ah, ich mag den voll. So. Nähert sich feindliche Unterstützung. Ja, genau, hinter ihm. Also das Gute ist, wenn er, also er kommt nicht mir entgegen, aber wenn, dann hätte ich einen unglaublich großen Vorteil. Weil erstens wären meine Einheiten, beziehungsweise also meine Fernkämpfer hätten längere Reichweite. Ist ja klar, wegen ja, High Ground und so. Und das Krasse wäre gewesen, die Phalanxen sind gegen Ankommende sehr gut. Also High Ground mäßig. Ja. So, dann kommt mal noch weiter. Und zwar
Warte. Ich muss versuchen. Ich muss mal versuchen, die Phalanx hinter dem Wald zu bekommen. So, am besten hierhin. Weil im Wald steht eine Phalanx nicht so gut. Das Gute ist, hier ist überall Wald. Das heißt, ist für beide gut und schlecht. Also eher für ihn ist es schlecht, weil er hier nicht so schnell raus kann und dann chargen kann, und für mich ist das nicht so gut. Das genau derselbe Grund, dass ich ihn nicht chargen kann. So, der hat eine offene Mitte. Das ist mal sehr interessant. Ich wollte gerade sagen, dann könnt ihr ja versuchen, mit einer Kavallerieeinheit in Keilformation hier durchzubrechen, aber dann habe ich die fette Pikenier-Phalanx gesehen und dachte mir so, nö, nein, just no. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. General! Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Oh, die schießen ja immer noch nicht. So, jetzt ab. Konnten die noch? Ja, konnten noch Phalanx machen. Sehr schön. So, Pikiniere bitte. Nicht doppelte Geschwindigkeit. Hier auch nicht. Hier auch nicht schnell. Sondern, also wenn sie langsam gehen, dann bleiben sie halt in der Phalanx. Und das ist sehr gut. So. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht.
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay. So, ja, das sieht schon ein bisschen... Oh, hi. Ich habe ihn ganz vergessen, oder euch beiden. So. Jetzt macht ihn mal Putz hier. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So. Na, endlich. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, der General ist zu wichtig. Er ist zu gut. Ist, dass ich den jetzt einfach verbrennen kann. Shit. Das war Volltreffer. Der hat da doch noch einige Fernkampfkavallerie. Also, das sind Pikniere. Also ganz schnell mal raus. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Die Männer wanken. Die Kavalleristen sind jetzt auch schon ziemlich heftig im Arsch. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja.
Ja, der Anfang war nicht gut. 200, 270, 330. Ja, also der da war easy, aber der zweite hat aber weniger getötet. Dann war es wirklich die Kombination, ja. Ah, das war nicht gut. Gut. Eine mit Rang 7. Schade. So, ich versklav den, weil der mir so viele Verluste zugefügt hat. So. Ja. Ich werde auf jeden Fall hier zurückgehen, aber ich weiß nicht, ob ich noch weitergehe. Ich glaube. Ich weiß es nicht. Ah, das überlege ich bis nächste Runde. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.